Notfall. Danke. Schau mal, da war Peter noch ganz klein. Ach, sorry. Entschuldigung, ich bin zu spät. Oh, endlich bist du da, Richard. Aber was kann ich tun? Such dir was aus. Dann mache ich den Champagner auf. Ja! Wo ist denn dein Mann? Der ist mit Greta schon mal vorgefahren. Der macht unser Nest schön. Hi. 15 Kilo, nicht 25. Ja, aber da sind auch, das ist alles Ballast. Oh Gott. Warum wollte ich noch mal wegziehen? Parkplatz sorgen, Lärm. Kein Spielplatz für Greta. Ein Leben innen und mit der Natur. Genau, das wusste ich auch alles gestern noch, aber heute weiß ich gar nichts mehr. Ach, Süße. Ich würde auch am liebsten ganz weit wegziehen. Warum? Immer noch der Entführungsfall. Wenn die glauben, ich lasse mich kleinkriegen, dann täuschen sie sich. An Karos Stelle würde ich mich nicht mehr raustrauen. Was machst du da? Packen. Ich drücke mich nicht. Ich kümmere mich um den artgerechten Transport der Topfpflanzen. Mhm. Champagner? Sehr gerne. Packen ist schön und schrecklich. Du meinst, weil unsere Stadtpflanze jetzt aufs Land zieht? Alle kommen zurück. Dienstags ohne Kiki. So wie Erdbeeren ohne Sahne. Was ist denn hier los? Kommt ihr jetzt? Klar. Später. Leser. Lass dich jetzt mal umfangen. So, wir sehen uns. Tschüss. Mach's gut. Bloß weil Kiki nicht mehr jeden Monat ins Le Jardin kommt, heißt das noch lange nicht. Kommen die nächsten Pleitekandidaten. Ich komme ja aus Köln. Wir wollen Bed and Breakfast in der alten Schule auch machen. Du, da ist bestimmt Geld. Ich gebe denen ein halbes Jahr. Sei mal nicht immer so negativ. Hm? Achtung, Klappe! Danke. Komm her, wir zeigen dir alles. Küche und Esszimmer kommen in die alte Aula rein. Und die Fischerhütte, die Klassenzimmer funktionieren wir um zu Gästezimmern. Komm, oh Gott. Das geht falsch weiter. Und hier, Vorsicht. Das wird unser kleiner Salon. Ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. Irgendwie fertiger. Dafür können wir alles so einrichten, wie wir wollen. Einrichten? Na gut, erst mal herrichten. Dein Vater hat das eher als für eine Schnapsidee. Noch ein Grund mehr, das durchzuziehen, oder? Komm, jetzt quatsch nicht rum, ich will den Garten zeigen. Zeig mir der Mann im Garten. Das ist alles schön.
soll denn die Kiste hin? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Oh Mann, ist das eine doofe Junge. We move, we flow, we'll build it all so tall. We fly, we crawl, and make it just in time. Zum Kartenlegen gekommen. Ich habe ja schon als Kind immer Dinge vorhergesehen, die dann später auch genauso passiert sind. Ja? Ja, und diese Karten, die machen nur sichtbar, was innen schon auf Abruf liegt. Mhm. Atemtherapie, Meditation. Mhm. Yoga. Trommelkurse. Töpfern. Körpererfahrung. Ja, genau. Das hast du alles schon durch. Ich habe mich schon gefragt, was als nächstes kommt. Es gibt ja Menschen, die spüren Regen auf eine ganz besondere Weise. Und dann gibt es Caro, die wird einfach nur nass. Also ich bin in dem Alter, da klammert man sich an jeden Strohhalm, der einem die Zukunft prophezeit. Ich will vor allen Dingen wissen, wann fahren wir zu Kiki? Da steht nichts. Keine Reise. Nein. Misch doch nochmal. Das kann man nicht nochmal mischen. Natürlich kann man das mischen. Nein, das einfach kann man mischen. Ja, du legst so lange. Wir bereiten dann den Lehrplan für nächste Woche vor und wir sprechen dann noch drüber. Danke fürs Warten. Was hat denn David diesmal wieder angestellt? Ja, da reden wir gleich noch drüber. Bitte sehr. Lauf so weit du kannst, ich werde dich. Was ist das? Ich kann deine Angst riechen. Ja, Frau Kerkhoff, Ihr Sohn ist wirklich sehr begabt. Nur lebt er bedauerlicherweise sein Können an unserem Schulserver aus. Er hat bereits 34 Abonnenten für seinen Horrorkanal. Horrorkanal? Wir bestehen darauf, dass David Mitwisser und Kunden preisgibt. Und Sie verstehen, dass damit Kosten verbunden sind. Von den juristischen Implikationen ganz zu schweigen. Entschuldigung. Meine Tochter, die hat heute Morgen Bauchschmerzen. Ich muss mal eben links so schnell. Entschuldigung. Das ist jetzt gut. Oh! Glaubst du, was das ist? Ein Computerspiel, wo man Leute abknallt? Das war nicht meine Absicht. Ich wollte die Müllermänner drum treffen. Ich bin nicht gut im Fußball. Fragen Sie meinen Trainer. Ach,
Hau ab, bevor ich es mir anders überlege. Kiki. Wie geht's? Was? Nee. Ist völlig okay gerade. Und ihr wollt zu Kiki fahren, ausgerechnet jetzt. Wenn Kiki mich nicht angerufen hätte, dann gäbe es mich jetzt vielleicht gar nicht mehr. Das ist das Mindeste, was ich für sie tun kann. Wir müssen einen Rechtsbeistand für David suchen. Ich wäre fast tot gewesen, nur weil mein Sohn den Schulserver knackt. Interessiert dich das überhaupt? Ist ganz sicher, dass dir nicht doch ein Stück von der Deckenplatte auf den Kopf gefallen ist? Was? Ich meine, wir tun gut daran, dem Direktor bei der Aufklärung der Geschichte zu helfen. Ja, dann mach doch. Ich reite niemanden rein. Was kann ich denn dafür, wenn der Krüger so ein schlappes Passwort hat? Es ist sehr löblich, dass du niemanden verraten willst, David. Aber du hast ganz schön Mist gebaut. Ich rufe jetzt mal den Hausarzt an. Ich bin nicht krank, nur weil ich mit dir nicht einer Meinung bin. Eva. Ich brauche jetzt Auszeit. Eine Woche nur. Okay. Ciao, Bella. Hast du da bitte Sachen? Ja. Super. Moment mal, ich nehme sie ab. Kann ich mein Fahrrad bei dir parken? Klar. Alles okay? Oh, jetzt ja. Fahren wir. Gib mal her, ich pack's in den Kofferraum. Was ist das denn? Das ist Brot und Salz für Kiki. Meint die süß? Los geht's! Wow. Sie hat eine Hundehaarallergie. Sie? Sabine. Seit meine Stiefschwiegertochter in der Firma arbeitet, hat Oskar Hausverbot. Du hast eine schwere Sabine-Allergie, oder? Das ist zu schlimm an ihr. Sie ist 25. Ach so. Hat einen Harvard-Abschluss, spricht 5 Sprachen und hat früher als Model gearbeitet. Wisst ihr, wie man sie nennt, um uns zu unterscheiden? Wie? Die junge Frau Heinemann. Ich bin in einem Alter, wo die Endlichkeit um die Ecke guckt. Ach komm, Estelle, das ist doch nicht dein Ernst. Todernst. Was machst denn du? Das ist eine Abkürzung. Caro, weißt du, was du tust? Hey, sag mal, willst du uns umbringen? Oh Gott! Tja, und jetzt? Ja, wie oft denn doch? Oh, das ist ein Banan! Versuch mal zurück! Versuch mal zurück! Verdammt, Mensch! Die müssen schon längst hier sein. Halt, 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 halt! Wo wollen wir denn hin? Wir machen jetzt Bescherung. Nein, 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 keine Bescherung. Ich habe aber ein kleines Geburtstagsgeschenk für dich. Ich habe erst in 5 Monaten Geburtstag. Ist doch egal, jetzt bleib hier. Augen zu. Du hast ein Baumhaus für Greta gebaut. Sei nicht so neugierig. Du hast die Bank im alten Baum fertig gemacht. Noch nicht. Hm? Okay, bist du soweit? Ja. Und? Jetzt können wir ganz locker das Holz abtransportieren. Oder wir können die Wiese hinterm Haus komplett umflügen. Geil, oder? Komm, Probefahrt. Los, komm schon. Max! Max, wir eröffnen in 3 Wochen. Das Geld fehlt an allen Ecken. Du hast einen Traktor gekauft. Es ist für die schwereren Arbeiten, die ihr zu 50 bewältigen könnt. Du hast einen Auftrag angenommen. Mein Vater hat gefragt, ob ich beim Einrichten von einem Fischrestaurant helfen kann. In Hamburg. In Hamburg, in Hamburg. Und das hast du beschlossen, ohne mich zu fragen, ja? Mama! Hey, warte, komm mal her. Mama! Egal, was wir unternehmen, am Ende bekomme ich immer eine Überdosis Natur.
Nix. Kein Netz. Hier ist Holz, damit können wir eine Rampe bauen. Ihr müsst die Stöcke unter den Vorderreifen legen. Was ist denn? Ich habe uns heute Morgen noch die Karten gelegt. Ja. Es stand Tod und Verderben. So, und jetzt? Oh. Na super. Hat der Pudel den Wagen gefahren? Gott sei Dank, ich dachte schon, wir müssen hier übernachten. Können Sie uns helfen? Muss ich ja wohl. Wo ist Ihr Haken? Was denn für ein Haken? Abschleppen, rausziehen. Wo ist der Haken? Wir haben keinen Haken. Wir haben keinen Haken. Was ist denn das eigentlich für ein Geschmiere auf deinem Auto? Ach, das ist nix. Du weißt doch, wie oft in Köln Autos besprüht werden. Ja? Ist nix? Bist du sicher? Ja, ich habe alles im Griff. Das ist alt. Aber schön. Das ist eine Ruine. Was ist denn los, Greta? Oh, mein Schatz. Oh, schön. Oh, hier, Brot und Salz. Dankeschön. Ist das die Greta? Ja. Wow, du siehst toll aus. Du bist auch gekommen. Komm rein, komm. Komm rein. Die Zimmer sind noch nicht alle fertig. Also schaut mal, das ist das Arbeitszimmer. Aber hättet ihr mal sehen sollen im September, als wir hier ankamen. 41 Fenster, 41 Problemfälle. Und das hier wird der Salon. Schön, oder? Den Boden haben wir noch nicht verlegt, aber ich finde das eigentlich ganz schön. Wow. Die Küche. Oh, die Küche. Wunderschön. So, weiter geht's. Komm. Und hier? Hier ist euer Reich. Oh, toll. Ich dachte, ihr wärt schon viel weiter. Viel weiter, ja? Wir sehen uns in der Küche. Wie ist die denn drauf? Wann kommt die erste Gruppe? In 3 Wochen. Kiki hat Stress. Also ich jedenfalls hätte Stress. Meine Stiftung hat ja sehr viel Geld investiert. Aber wo? Spürt ihr das nicht? Diese Aura, diese Generation von Schülern, die über diesen Parkettboden getrippelt sind. Schulaufführungen, Gedichte. Judith, das eine ist Esoterik, das andere sind Fakten. Du hast keine Sabine, die im Stiftungsrat Fragen stellt, wohin die Gelder gehen. Deshalb sind wir doch hier, um mir zu helfen. Ich schlafe hier oben. Ich hier unten. Geh mal das Gepäck holen. Willkommen in Birko. Wenn Sie noch eine Frage haben oder irgendwas brauchen, kommen Sie einfach zu uns nach oben, ja? Mach ich. Gut, schönen Aufenthalt. Danke. Sieht's ins Teenager. Kiki, das Besteck? Mittlere Schokolade. Das geht so schnell. Und was gibt's alles zu tun? Tapeten abkratzen, Wände verputzen, streichen, Gardinen müssen genäht werden, Türen wird angelegt werden. Also alles. Ja,
Jetzt gibt's erstmal Essen. Seit wann kannst du nur kochen? Man kann alles, wenn man muss. Ich kenne jede dieser Karotten persönlich. Wie beruhigend. Hast du auch einen Wein? Ja, im Kühlschrank. Willst du ihn? Ja. Super. Tschüss, Kleine. Tschüss. Musst du schon los? Ja, ich muss jetzt. Ich habe ihm alles erklärt. Ich denke, ihr werdet ganz gut klarkommen ohne mich. Wir wollten zusammen die Fliesen fürs Bad aussuchen. Ich weiß. Das müssen wir machen, wenn ich wieder da bin, okay? Ja. Tschüss. Tschüss, Mädels. Danke für alles. Ja, immer gerne. Schmetterlinge im Bauch sind aber schnell weggeflogen. Habt ihr Probleme? Ja. Ist alles so viel teurer geworden, als wir gedacht haben. Ach, in der Woche kann man eine Menge schaffen. Ja, in 7 Tagen wurde die ganze Welt erschaffen. Stimmt. Auf euch, Mädels, dass ihr hier seid. Ja. Jetzt geht's mir wieder besser. Prost. Prost. Aufs Haus. Ja. Ja. Duftet. So. Mm. Ganz fein. Ja? Mhm. Mama, es regnet. Ja, Schatz. Hier regnet's rein. Eva, wir brauchen mehr Gefäße. Achtung, Achtung, es wird mir keine stellenweise zu Pfütze kommen. Bitte um erhöhte Bringfrequenz. Es tut mir leid. So ist das eben, wenn man ein altes Haus kauft. Da erlebt man immer Überraschung. Ich bin überraschungsmüde. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Ich habe nichts anderes gefunden. Die sind doch super. Gibt noch mehr davon? Ja, wenn das so weitergeht, ist es nur eine Frage der Zeit, bis es unten in den frisch renovierten Klassenzimmern auch zu regnen anfängt. Oh. Urlaub unter Palmen bekommt für mich eine ganz neue Bedeutung. Das ganze Dorf ist dunkel. Das sind die letzten Eiswürfel. Ich hoffe, die langen. Wie ist es eigentlich, Judith? Wenn deine Karten sagen, dass ich beim Flugzeugabsturz sterbe und dann nehme ich aber den Zug. Das Schicksal kann man nicht manipulieren. Eva, das Schicksal will dich nicht. 2 Chancen, 2-mal daneben. Du brauchst einen Arzt. Du Quatsch, ich bin selber Arzt. Jetzt guck doch nicht so. Das ist nichts Schlimmes. Okay, ich lasse dir mal ein Babyfon hier, ja? Und wenn was ist, dann rufst du. Versprochen. Ja, jetzt verschwindet. Ich komme allein klar. Na gut, gute Nacht. 2 Chancen, 2-mal daneben. Guter Schnitt.
hier auch so gerne? Na, schön ist das hier. Einen wunderschönen guten Morgen. Das ist ein Scheißmorgen. Kein Strom, kein Telefon, kein Online-Kredit. Oh. Ja. Und nachher kommt der Bautyp wegen des Dachs. Ich brauche eine geheime Geldquelle. Brauchst du nicht zufälligerweise einen Traktor? Nee. Schade. Hast du überhaupt noch einen Überblick? Ja. Ich habe ein ganz eigenes Ordnungssystem. Rechnungen sind nicht gleich Rechnungen. Wir haben auch Freunde und Förderer und so. Das macht denen gar nichts aus, wenn sie ganz hinten auf der Bezahlliste landen. Kiki ist von der Fraktion Rechnung bezahlen. Das ist was für konfliktscheue Feiglinge. Hauptsache, dir geht's gut. Habe ich was Verkehrtes gesagt? Also schlimmer als sonst? Kiki! Der Mann, Thomas Steiner, wie kommt der in die Fischerhütte? Mit einem Schlüssel. Und was will der hier? Er macht hier Ferien. Niemals. Doch, es gibt Menschen, die machen hier Ferien. Freiwillig. Ist der Typ, der uns gestern aus dem Matsch gezogen hat, der ist in die Fischerhütte gezogen? So ein komischer Zufall, oder? Zufall? Der ist uns gefolgt. Du meinst, er hat was mit dem Manni-Fischer-Fall zu tun? In 4 Wochen steht die Revision an. Da kocht alles hoch. Ja, aber der ist doch nicht gefährlich, oder? Verschwörungstheorien um diese Uhrzeit? Ich brauche einen Kaffee. Die Wäsche. Oh, oh. Oh, oh. Heißt das für teuer? Na ja, wir müssen das ganze Dach machen. Okay, wann können Sie anfangen? Fräulein Kiki, ich habe Sie wirklich gerne. Aber unsere Buchhaltung, die kann sie nicht ausstehen. Können Sie nicht noch mal mit Ihrer Frau reden, bitte? Die Peggy, die macht das nebenbei. Ich habe versprochen, mich da nicht einzumischen. Dann machen Sie doch einen Kostenvoranschlag. Ich sage es den Leuten immer wieder, so eine alte Bude, das wird teuer. Die wollen einfach nicht hören. Okay, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich habe Dienst im Genossenschaftsladen. Ich mache Ihnen den weltbesten Kaffee. Und dann überlegen wir beiden uns eine Lösung, Sie und ich. Frau Kiki. Mit Croissant. Sie machen mich unglücklich. Schäfchen, die hat der goldene Mond, der hinter unten Bäumen am Himmel oben. Max, ruf mich jetzt zurück. Wir haben ein massives Problem. Was ist los, Kiki? Was los ist, musst du doch am allerbesten wissen. Also ich weiß nur, dass meine Stiftung in 3 Wochen die ersten bedürftigen Kinder schickt. Und nichts ist fertig. Wenn du es genau wissen willst, hier passiert schon seit Wochen nichts mehr. Warum hast du mir nicht gesagt, dass es Probleme gibt? Ich habe alles in dein Büro geschickt, so wie wir es vereinbart haben. An mich wurde nichts weitergeleitet. Estelle, wir haben unsere Kalkulation darauf aufgebaut, dass wir von eurer Stiftung einen Vorschuss für die Kindesunterbringung bekommen, ja? Und weil der weggefallen ist, bricht hier alles zusammen. Wieso ist der weggefallen? Als wüsstest du nicht, was in deinem Büro vorgeht. Kiki, ich habe nicht mal eine Ahnung, wovon ich keine Ahnung habe. Das wird die zugesagte Finanzierung. Sabine hat meine Zusage zurückgezogen? Deine Stieftochter will die Entscheidung, in welche Projekte eure Stiftung investiert, grundsätzlich überdenken und hat alles auf Stopp gesetzt. Das Schreiben ist 3 Monate alt. Ja, genau. Und ohne euren Beitrag hat die Bank auch noch einen Rückzieher gemacht. Und seitdem schwimmen wir. Das kann sie nicht machen. Nicht ohne mich zu fragen. Offensichtlich kann sie es doch. Über meine Leiche, ja. Und jetzt? Ich regel das, und zwar sofort. Schneller, schneller. Sie müssen mindestens eine Geschwindigkeit haben von 10 bis 20 km/h, sonst schlägt das Handy nicht. Nur dann. Und wie viel habe ich schon? Ja, 1%.
Das reicht ja nicht mal, um am Vorzimmer der jungen Frau Heinemann vorbeizukommen. Was ist mit dir eigentlich los? Gar nichts. Gib mir mal eine Paprika. Solange der Strommast die Straße blockiert, bleibt nur der Fußmarsch ins nächste Dorf. Das sind 14 Kilometer. Laut UNO gilt das als unbewohnt. Weiter, aber ja, ich bin sowas von froh, dass mich niemand erreichen kann. Ich hätte so gern einen Computer, um Herrn Steiner hinterher zu recherchieren. Kann aber noch den ganzen Tag dauern, bis der Strom wieder nass ist. Einmal kein Dauerempfang, ja, und schon bricht dir die nackte Panik aus. Weiter, nicht langsamer. Ich habe überhaupt keine Panik. Geht schon. Für mich musst du dich nicht so abstrampeln. Gerade aus eigennützigen Motiven. Ich will mich an sowas wie Sabine gar nicht erst gewöhnen. Passt auf. Weiter. Und das hat schon mal funktioniert? Absolut. Bei meiner Tour durch die Karibik bin ich auf Rarotonga gestrandet. Da hat das super geklappt. Rarotonga gehört zu den Cookinseln und liegt im Pazifik. Dann war das da. Ja, richtig. Oh, fast drei. Super. Nun schluck. Unbedingt. Mit Elektronik verdienen Sie Ihr Geld jedenfalls nicht. Raten Sie doch mal. Ich glaube, Sie machen was, wo man viel draußen sein muss. Landschaftsgärtner? Nee, ganz im Gegenteil. Architekt? Mhm. Fliesenleger, Braumeister? Nein. Dachdecker? Leider nicht. Es ist doch immer dasselbe. Immer wenn wir irgendwo hinfahren, kommt von irgendwo, irgendwann, irgend so ein Typ daher und bringt alles durcheinander. Alles. Oder? Estelle? Postbote. Jetzt lass ihn doch mal in Ruhe. Man muss doch einen Menschen auch nicht immer über seinen Beruf definieren. Betrüger? Waffenhändler? Suchen Sie sich doch mal was aus. Ehemann, Vater, Sohn. In meinem Leben spielt man immer mehr als eine Rolle, oder? Und welche Rolle spielen Sie jetzt gerade? Ich versuche Ihnen gerade krampfhaft zu verheimlichen, dass ich einen stinklangweiligen Job in der Buchhaltung habe. Ach. Ja, schönen Abend noch. Tschüss. So, jetzt habt ihr ihn vertrieben. Wir? Caro hat ihn vertrieben mit ihren Verbrecherfantasien. Ich finde ihn nett. Ja, nett ist die kleine Schwester von Scheiße. Vor allem am nächsten Morgen, wenn sich das Denksystem wieder einschaltet. Das kann man ja dann auch wieder ausschalten. Ach. Was? Können wir gehen schlafen? Mhm. Noch nicht. Noch nicht? Ich komme so alt, da hustet es so rein. Sie finden sich zurecht. Ich habe Kiki nur den Zimmerdienst abgenommen. Mhm. Was interessiert Sie denn am meisten? Ah, gleich die Schuhe. Oxford Modell 551, eingebaut. Völlig unpassend für einen Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, was haben wir noch? Ah, englische Drops. Merke Anglo viele Neigungen. Macht einen aber nicht automatisch zum Verbrecher, oder? Ich komme später wieder. Entschuldigung, ich langweile Sie. Ja, Sie haben ja schon alles gesehen. Natürlich. Der Koffer. Also von der Form, Waffenkoffer. Und was ist drin?
Ja, falls Sie mal Lust haben sollten. Ich nehme Sie gerne mit auf eine Spionagetour. Sagen Sie einfach Bescheid. Ich habe heute Morgen die Karten gelegt. Was für ein mieses Blatt. Nur Betrug und Täuschung. Ja? Also ich finde, der hat was. Ja, der hat zerstörerische Qualität. Bringt das ganze Blatt durcheinander. Guck mal, jetzt geht's toll. Aber Judith, glaubst du wirklich, dass deine Karten was über Steiner aussagen? Hey. Meine Intuition hat eine verdammt hohe Trefferquote. Du musst den Fuß hochlegen. Jetzt geht's, guck. Judith? Ja? Als dieser Beamer da runtergeknallt ist, wäre ich ja fast tot gewesen. Und seitdem muss ich dauernd drüber nachdenken, ob ich alles aus dem Leben rausgeholt habe, was so drinsteckt. Weißt du, was ich meine? Hm. Aber du hast doch alles. Du hast Frido, du hast die Kinder. Du hast einen tollen Beruf. Eigentlich hat es in meinem Leben nur einen einzigen Mann gegeben. Super! Hm. Super. Der war überhaupt nicht sauer, dass du seine Sachen durchwühlt hast? Als würde er nichts anderes von mir erwarten. Mhm. Seltsam. Verarscht mich. Vielleicht hat er eine Zoohandlung. Zivilisation! Du machst das schon. Du hast leicht reden. Wovor hast du Angst? Der Schwarzer steht doch auf dich. Ja, aber nicht seine Frau. Alle sagen, dass die ganz anders war, als sie noch mit Rico zusammen war. Das muss ich dafür büßen, dass die sich für den falschen Mann entschieden hat. Babe. Du musst das alles mal ein bisschen lockerer sehen, okay? Und du musst endlich mal was ernst nehmen. Tschüss. Mua. Kiki? Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Schwarzer schickt seine Frau, das ist kein gutes Zeichen. Überlass ihn mir. Komm, hau ab. Vertrau mir. Hallo. Kiki? Kann ich Ihnen was zu trinken anbieten? Nein, danke. Richten Sie Kiki bitte aus. Schwarzer Bau hat nichts zu verschenken. Sie kommt gleich zurück. Sie kann gerne hier warten. Wow! Schauen Sie sich mal diese Konstellation an. Ihre Spannungen werden sich in Luft auflösen. Meine Spannung? Ja. Ich kann rechnen. Und für das Fräulein Kiki zu arbeiten, hat sich noch nie gerechnet. Eine Gestalt aus ihrer Vergangenheit taucht auf. Das ändert alles. Wer glaubt denn so ein Hokuspokus? Probieren Sie es aus. Meine Trefferquote ist ziemlich gut. Nur bis Kiki wieder da ist. Und natürlich vollkommen gratis. Ja, dann machen Sie mal. Hast du was rausbekommen? Der Name Thomas Steiner hat über 100.000 Treffer. Und jetzt? Ich habe meine Anwaltsgehilfin dran gesetzt. Wenn es irgendeine Querverbindung zum Fall Manny Fischer gibt, dann finden wir sie. Ich glaube nicht, dass der was mit Manny Fischer zu tun hat. Du lässt dich doch nicht von ihm einlullen, oder? Nicht jeder Mann, der freundlich zu mir ist, ist gleich ein Verbrecher. Der hat eine Abhörgarnitur unterm Bett. Er ist Ornithologe, er interessiert sich für Vögel. Ach, du bist doch naiv, Eva. Du bist paranoid. Paranoid? Ich habe seit gestern 3 neue Drohanrufe. Da geht man jeder Spur nach. Mann! Ich brauche ein Dach
Nachdecker und keine Wahrsagerin, die jetzt auch noch Paartherapie anbietet. Kiki, setz dich. Setz dich. Das ist doch der Plan. Was für ein Plan? Ich habe Peggy doch nur gesagt, dass es sich bei ihren Karten um einen Mann aus ihrer Vergangenheit handelt und sie jetzt die Chance bekommt, eine Fehlentscheidung zu korrigieren. Wie konntest du die nur auf Rico ansprechen? Was ist denn so schlimm daran? Was schlimm daran ist? Rico war der Partner von Schwarzer und Schwarzer hat Rico Peggy ausgespannt und seine Firma übernommen. Oh. Super. Dieser Mann bringt die Lösung. Rico jobbt in einem Bowling Center. Was ist denn das für eine Lösung? Der wird sich doch wohl noch daran erinnern, wie man ein Dach repariert. Sie ist zu meinem Mann auf die Hütte gefahren? Ja, ich weiß, dass da kein Empfang ist. Nein, ich freue mich nicht, dass die junge Frau Heinemann mich entlasten will. Caro, was gibt's für Mord, wenn du mich verteidigst? Freispruch. Gut. Oh mein Gott. Ich trau mich nicht. Okay, schon. Was soll ich denn sagen? Dir fällt schon was ein. Komm. Hi. Hallo. Hi. Ich bin Kiki. Ich habe die alte Schule gekauft. Ich weiß. Wir haben da so ein ganz kleines Problem. Bei Nordwind und Sturm regnet's rein, richtig? Ja. Ich kannte den Vorbesitzer. Der ist an dem Haus verzweifelt. Ach so. Also wir dachten eigentlich, Sie könnten uns helfen. Wieso ich? Weil Peggy Sie empfohlen hat. Und außerdem weiß ich, dass Sie der Richtige für uns sind. Und soll ich Ihnen sagen, woher ich das weiß? Na? Ich kann Dinge vorhersehen. Mhm. Hm. Wie hoch ist denn Ihre Trefferquote? Alle. Dann mal los. Wenn ich alle treffe, dann übernehmen Sie die Arbeiten am Dach, okay? Kein Problem, klar. Gut. Und woher weiß ich, dass Sie wirklich kommen? Ich gebe Ihnen mein Wort. Wenn Sie alle treffen, bin ich morgen früh um 9 bei Ihnen. Deal. Ja. Gut. Geh aus dem Blick. Okay. Als hätte sie noch nie was anderes gemacht. Purer Zufall, ich schwör's. Du bist mir langsam unheimlich. Dir ist ja im Moment jeder unheimlich. Oh, nee, oder? Was denn? Sabine Heinemann hat sich angekündigt. Fürs Wochenende. Nur weil mein Mann kürzer treten will, werde ich gleich mit ausgemustert. Früher oder später werden wir alle ausgemustert. Ja, später, ja. Und was willst du dagegen tun? Wir werden genau das tun, wofür wir hergekommen sind. Wir werden dafür sorgen, dass Kiki in 3 Wochen eröffnen kann. Die junge Frau Heinemann wird blühende Landschaften vorfinden. Sie kommt in 4 Tagen. Das ist der Gemüsegarten. Kann aber sehr schön werden. Mit viel Fantasie, ja. Macht euch die Erde untertan, steht schon in der Bibel. Und wenn ich nebenbei Sabine unterbuttern kann, umso besser. Ach, ich hab's mir überlegt. Ich nehme an Ihrem Grundkurs Ornithologie teil. Na schön. Dann morgen um 5. Okay. Freu mich. Drei Tage, das schaffen wir nie. Wie denn auch, wenn wir nur zu 3,5 sind? Wann triffst du dich mit dem Vogelmann? Um 5? Was hat das damit zu tun? Kiki hat
gesagt, hier gibt's Wölfe. Wölfe? Ja, Wölfe im Schafspelz. Er will mir die Vögel zeigen. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Mhm. Also, wir haben 3 Tage Zeit. Und deswegen brauche ich jetzt meinen Schönheitsschlaf. 8 Stunden, Minimum. Ein Samenkorn braucht aber länger als 3 Tage. Wozu gibt's Kreditkarten und Gartencenter? Und uns. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, die erste Lektion für einen Vogelkundler ist zugleich die wichtigste. Zuhören und dann die Stimmen richtig interpretieren. Wer das mal begriffen hat, der ist fürs Leben gewappnet. Ja, die meisten Leute erkennen Handygeräusche auf 100 Meter. Aber was wirklich um sie herum passiert? Keine Ahnung. Genau daran wollen wir ja heute Morgen was ändern, oder nicht? Nach ihm. Hält das? Das hält. Ich war schon mal da. Und deswegen kommen Sie extra aus Köln hierher? Wenn Sie was hören wollen, dann müssen Sie einfach mal leise sein, ja? Ja, aber es muss ja einen Grund haben. Leise, bitte. Was soll das jetzt? Ein Weibchen. Ein Tee? Ja. Was ist das denn? Das ist ein Kiebitz. Ein Kiebitz. Du kannst mir nicht entkommen. Ich wollte Sie nicht erschrecken. Ich bin Rico. Ich bin wegen dem Dach hier. Ah, Sie sind Rico. Sie sind das. Hallo, ich bin Eva. Hallo, warte, wie geht's? Ja, ist nicht so schlimm. Ich bin hier zur Schule gegangen. Und das ist die alte Aula. Das ist eigentlich immer noch. Es hat sich ja kaum was geändert. Selbst der schöne Ofen ist noch da. Und in dem kleinen Raum hier haben Peggy und ich mal rumgeknutscht. Das ist wirklich unglaublich. Gucken Sie mal hier, fühlen Sie mal. Einkerbung. Ja, die habe ich damals allein geritzt. Jede Einkerbung war ein Kuss mit Peggy. Ja, Schmetterlinge im Bauch und so. Kenn ich. Ja? Rico? Rico? Ah, hier sind Sie. Hey. Schön, dass Sie gekommen sind. Ja, und Peggy hat wirklich von mir erzählt? Ja, ich glaube, sie würde ganz gerne wieder was gut machen bei Ihnen. Oh. Oh. Das ist
Eine Menge Arbeit hier. Ihr habt noch nicht aufgegeben? Aufgeben ist was für Anfänger. Ich habe mir das Dach von draußen angeguckt. Das sind ein paar Tage Arbeit, aber das bekommen wir hin. Ich würde es Ihnen trotzdem gerne noch mal von innen zeigen, ja? Okay. Und dann machen Sie mir einen Kostenvoranschlag? Okay. Okay? Ja, klar. Okay. Hat mich sehr gefreut. Mich auch. 14 Kiebitze, ein Specht, eine Wasser... Ralle? Eine Wasserralle, ein Turmfalke und ein... Und, das Größte? Ein... Seeadler. Ein Seeadler. Fürs Ausstehen trotz Muskelkater hat sich gelohnt. Stimmt. Ich finde es übrigens toll, wie Sie Ihre Freundin unterstützen bei dem Arbeitspensum, was Sie haben. Na, ich habe sie im Internet recherchiert. Ich glaube, ich könnte hier nicht so ruhig sitzen, wenn ich so einen Fall hätte. Von was für einem Fall reden Sie? Diese Manni-Fischer-Geschichte. Was wissen Sie davon? Naja, ein kleines Mädchen verschwindet aus dem Schwimmbad. Zwei Tage später wird sie ja tot als lebendig im Straßengraben gefunden und der einzige Verdächtige wird freigesprochen aufgrund ihrer astreinen Verteidigung. Die Polizei hat Beweise manipuliert. Ja, das mag ja sein, aber das heißt ja nicht, dass er nicht doch eventuell der Täter sein könnte. Für wen arbeiten Sie? Für die Staatsanwaltschaft? Für die Eltern des Mädchens? Also Mord und Totschlag ist Ihr Metier, nicht mein. Was ist jetzt hier, mich einzuschüchtern? Die Verteidigung platzen zu lassen? Soll ich den Fall niederlegen? Also gegen Paranoia gibt's Pillen, Frau Seitz. Ach, und vielleicht bin ich gar nicht hinter Ihnen her. Vielleicht interessiere ich mich ja für eine Ihrer Freundinnen. Danke. War lecker. Danke, Wiedersehen. Der Typ ist nicht koscher, mit dem stimmt doch was nicht. Und er wusste alles über Manni Fischer. Caro, wir auch. Es stand monatelang in jeder Zeitung. Also, wir brauchen... Ich habe keine Ahnung von Pflanzen. Brauchst du auch nicht. Du musst nur mitschleppen. Also was? Flocks, Männertreu, Salatpflanzen... Wie viel Geld haben wir zur Verfügung? Kiki, Geld ist vollkommen überbewertet. Also nochmal von vorn. Flocks, Männertreu, Salatpflanzen, Tomatenpflanzen, Basilikum, Möhrchensaat, Kohlrabi-Pflanzen, Thymian, Apfelbäume, Büsche und Gartengeräte. Was sind für Gartengeräte? Zum Beispiel eine Hake. Und wo gibt's die? Da hinten. Wie sieht die Flocks aus? Moment, komme. Komme. Ich wollte mich nützlich machen. Nützlich machen wird grundsätzlich immer überschätzt. Legen Sie den Fuß einfach hoch und ruhen sich aus. Nein, das Rumsitzen macht mich wahnsinnig. Okay. Schaffen Sie es bis zum See? Geht nicht. Vielleicht liegt es in Ihrem Gerät. Sicher nicht. Können Sie bar bezahlen? Bar? Cash. Zahlung abgelehnt. Hey, lassen Sie die Ware stehen. Oder können Sie etwa bezahlen? Wahrscheinlich haben Sie Ihr Limit überschritten. Ich habe kein Limit. Ich hatte noch nie ein Limit. Kann ich bitte den Geschäftsführer sprechen? Chefin! Kommt. Stornmann, Kasse 4, bitte Stornmann, Kasse 4. Kann das noch mit? Nee. Erstmal zahlen. Estelles Kreditkarten wurden abgelehnt. Alle. Quatsch. Echt? Oh, verdammt. Die können nicht bezahlen. Sie kommen mal eben mit. Wir klären das im Büro. Die Herrschaften an Kasse 3 zahlen. Das dauert hier noch. Wunderbar.
Und die Ware bleibt hier. Unglaublich, was du mit dieser Frau angestellt hast. Peggy war noch nie mit so jemandem. Und jetzt hat sie uns sogar einen Anhänger gestellt. Du, ich sage einfach nur das, was sie hören will. Das will ich auch. Eine maßgeschneiderte Zukunft. Geld macht nicht glücklich, aber Glück ist nicht alles und gesund bin ich auch schon. Es kann doch purer Zufall sein, dass deine Kreditkarten nicht funktioniert haben. Ja, wenn der Zufall neuerdings Sabine heißt, vielleicht. Und was sagt dein Mann dazu? Arthur? Ich muss jetzt sicher sein, ob Sabine dahinter steckt, bevor ich ihn damit belästige. Oh. Das Büro. Hallo? Hast du was rausgekriegt? Hallo? Hey, das ist eine Rohrdommel. Das ist aber selten. Einmal den Amazonas runterfahren, das war immer mein Traum. Na, hier ist doch auch ganz schön. Die Kölner Kinder werden begeistert sein. Der Kiki hat ein bisschen erzählt. Toll, was jetzt der mit ihrer Stiftung alles erreicht hat. Oh. Wie geht das jetzt da? Ja, normalerweise trägt man das Kanu um das Hindernis herum. Also rein theoretisch jedenfalls. Flachlegen, wie eine Flunder. Okay. Das ist wie Limbo tanzen. Nur mit Brot. Jetzt habe ich sie flachgelegt. Da weiß ich gar nichts über sie. Was wollen Sie denn wissen? Ist es nicht langweilig, so alleine immer Urlaub machen? Nee, überhaupt nicht. In meinem Job bin ich auch immer alleine unterwegs. Nirgendwo ein fester Hafen. Ich war mal verheiratet, zweimal. Ich glaube, ich bin da nicht so besonders gut drin. Wer ist das schon? Auf Dauer. Hey. Oh, danke. Ist das seine Frau? Seine Tochter. Immerhin gibt's den Steiner. Pass auf. Steiner hat einen Vater, der ist ein berühmter Ornithologe. Und meine Mitarbeiterin hat bei seiner Tochter angerufen und so getan, als ob sie einen Dokumentarfilm über den Großvater drehen will. Super Idee. Aber sie hat sofort die Lunte gerochen. Sie hat gesagt, sie brauchen gar nicht versuchen, ihm hinterher zu spionieren, sie werden sowieso nichts erfahren. Was heißt, da gibt es irgendetwas, was dieser Mensch möchte, dass es nicht ans Licht kommt. Und das habe ich von Anfang an gemerkt, dass dieser Typ irgendetwas mit dieser Sache zu tun hat. Und ich habe Caro... Atme nicht vergessen. Gut. Haben Sie noch genug zu tun? Ja. Ich habe nämlich nichts mehr. Meine Freundin hat gesagt, hier gibt es Wölfe. Was? Wirklich? Sind Sie ein Werwolf? Nein. Schauen Sie mal, wir haben erst Halbmond. Also, ja, stimmt, dann geht das nicht. Dann sind Sie eine Elfe oder sind Sie eine Zwölfe? Mit 12, 13 fand man das nicht so lustig. Das wurde man immer gehänselt in der Schule und das hat dann etwas gedauert. Vogeltour. Du hast doch eh schon alles durchsucht. Wir müssen rausfinden, was er will, bevor was passiert. Jetzt lass es doch mal bitte. Oh Mann. Beeil dich. Ja. Nee, nicht seine Sachen. Doch. Nein. Späße. Okay, ich gehe jetzt. Nein, bleib. Was für Verträge? Beeil dich jetzt. Okay, hier, guck mal. Fällt dir was auf? Nee. Guck dir doch mal die Orte an. Hilden, Ratting, Birko. Alles Orte, wo die Stiftung von Estelle aktiv ist. Jetzt auf die Stiftung abgesehen?
Arsch. Oh nee. Vielleicht interessiere ich mich für eine von ihren Freundinnen. Das hat er mir selbst gesagt. Was macht denn ihr hier? Oskar? Oskar! Suchen Sie Ihren Hund? Ja. Der ist weggerannt in die Richtung. Dankeschön. Ist alles okay mit dir? Ich weiß, da war viel Feuer und viel Wein. Brauchst du eine Gedächtnisstütze? Ich habe dich gestern mit Steiner abends gesehen. Oh. Mir ist es völlig egal, was du machst, aber ich glaube, der spielt uns alle gegeneinander aus. Ich habe keine Angst vor dem. Nicht genug jedenfalls. Hat dir Fragen gestellt, oder? Ja, wir haben den ganzen Abend über dich geredet. Es geht hier nicht um mich, es geht um Estelle. Wie? Was? Er hat mich über Estelle ausgefragt und über die Geschäfte, die sie macht. Und du warst so blöd und hast ihm alles erzählt, ne? Ja. Hallo! Hallo! Mensch, das seid ihr ja. Habt ihr Estelle gesehen? Was? Ja, Oskar ist alleine zurückgekommen. Die müsste doch längst vom Frühtinolen zurück sein. Ich ruf sie an. Was ist denn los? Oskar! Oskar! Hallo, Caro? Estelle? Oskar ist hier. Ach, Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, ich müsste bis zum Ende des Urlaubs mit Oskar Verstecken spielen. Estelle, hör mal zu, ich habe einen Riesen... Nein, wir haben Verträge gefunden. Er hat es nicht auf mich, sondern auf... Wenn ihr alle durcheinander redet, verstehe ich gar nichts. Steiner ist hinter dir. Was? Nichts hinter mir. Estelle, Steiner ist hinter dir. Ja, und nicht hinter mir. Was hier? Jetzt? Im Hellen? Ich bin eine ganz schlechte Geisel. Also ich rede ununterbrochen, habe einen miesen Humor und schnarche. Das haben wir gleich. Nichts, immer nur die Mailbox. Mist. Ja, dann los! Irgendwo muss ich ja sein. Aber du nicht. Kannst du nicht mal laufen? Ja, aber ich... Oh, sorry. Hi. Ich habe hier die Schadensanalyse. Kann jemand von euch zum Baumarkt fahren und die Sachen besorgen? Kiki? Ja? Ja? Baumarkt. Na? Na? Hey! Estelle! 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 Oskar! Da lang! Oskar! Oskar! Gott sei Dank! Wir dachten, hier wäre was passiert. Ist mir auch. Darf ich vorstellen? Thomas Steiner, Finanzfahnder. Ja, ich hätte keine Lust mehr, ständig für einen potenziellen Mörder gehalten zu werden. Er ist Experte darin, Gelder aufzuspüren, die Menschen verstecken wollen. Zum Beispiel vor Erben. Hat Sabine Sie engagiert? Früher oder später hätte es Frau Heinemann ja sowieso erfahren. Meine Stiefschwiegertochter hat den Verdacht, dass ich über die Stiftung systematisch Geld aus der Firma ziehe. Und, wusstest du das? Seit Jahren. Das ist der Sinn von Wohltätigkeit, man verteilt um. Also, was Sie hier tun, ist völlig korrekt und nebenbei auch sehr sympathisch. Ich finde, das Projekt verdient eine ehrliche Chance. Alles Gute. Dankeschön. Ich werde einfach abgesägt.
Und was sagt der Mann dazu? Arthur? Er ist der Meinung, unsere Zeit ist gekommen. Und jetzt müssen die jungen Leute die Verantwortung übernehmen. Ich wollte mich bei Ihnen entschuldigen. Nee, ist schon okay. Die Männchen antworten darauf auch. Frage, wenn ich mich mal wieder so richtig streiten will, darf ich Sie da anrufen? Entschuldigung. Ist nichts passiert zwischen Thomas Steiner und mir. Aber mir hat's nicht gelegen. Ich habe Frido an dem Tag ungefähr dutzendmal im Kopf betrogen. Ihr habt euch geküsst. Ich ihn. Das hättest du mal sehen sollen, die Panik in seinen Augen. Das war das Peinlichste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Bei der Menge Rotwein, die du getrunken hast, bekommst du mildernde Umstände. Caro, ich habe ihn nicht geküsst, weil ich betrunken war. Ich habe getrunken, damit ich ihn küssen kann. Ist das so schlimm? Ja. Dann habe ich auch noch Frido angerufen und ihm alles gebeichtet. Und was dann? Hat er aufgelegt. Kommentarlos. Hat sich hingelegt. Hier geht's nicht so gut. Kann man was tun? Nee, ich glaub's okay. Hey! Oh. Willst du einen Schluck Wein? Nee, kein Wein. Mach mir einen Tee. Was machst du denn jetzt mit deiner Sabine? Also meine Sabine schon mal gar nicht. Das ist aber auch eine miese Nummer. Wir mögen dich auch ohne deine Kreditkarten. Wir werden die junge Frau Heinemann überzeugen, dass die Stiftung weiter in euer Projekt rein investieren muss. Wie denn? Mit so einem kaputten Dach. Ich habe nicht mal die 1250 Euro, die Rico fürs Material braucht. Hier, ich wüsste vielleicht was. Das Bowling-Turnier. Ja. Peggy hat uns eingeladen. Wir haben noch Platz für eine Mannschaft frei. Ja? Ja. Wir können doch gar nicht bowlen. Nee. Und Estelle trifft doch nicht mal beim Golf nebenbei, wo er hin muss. Aber hallo, ich habe ein 27er Handicap. Ich habe auch ein Handicap. Willst du nichts essen? Der Hauptpreis ist ein Gutschein vom Baumarkt. Bruno Schwarzer gewinnt dieses Turnier seit 100 Jahren. Ja, das ist unsere Tageskarte für heute. Viel Geld gewinnen. Das kann nur bedeuten, dass wir eine Glückssträhne haben. 2500 Euro? Okay, wir brauchen einen sechsten Mann für die Mannschaftswertung. Rico, auf den kann man sich verlassen. Du kannst dich nicht verstecken. Und Eva muss mitmachen, das bringt sie auf andere Gedanken. Genau. Caro! Ja? Komm mal! Madame ruft. Wir gehen bowlen. Mhm. Handicap 27, das ist doch ziemlich gut, oder? Mhm. Brauchst du was, Süße? Nee. Guck dir das mal an. Das ist ein Horrorfilm.
Der erzählt von einer Anwältin, die den Mörder verteidigt, und dann ist unheimlicher Zeuge, der sie verfolgt und töten will. Das ist doch genau deine Geschichte. Guck mal. Ich weiß genau, wo du bist. Du kannst mir nicht entkommen. Ich werde dich töten, dich töten, dich töten. Und gute Anwälte sind gute Anwälte. Und jetzt hör dir das mal an. Ich weiß genau, wo du bist. Nur gute Anwälte sind gute Anwälte. Ich werde dich töten, dich töten, dich töten. Scheiße. Der kopiert das. Caro, das sind Filme, die sind in Deutschland verboten. Hör mal. Und David vertickt die heimlich in der Schule. David macht da seine Texte drauf. Dein David? Das heißt, dass dein Stalker auf der Kundenliste von David steht. Ich brauch diese Liste. Das ist endlich meine Spur. Bitte, ich brauche diese Liste. Die rückt dann nicht raus. Eva, du musst mit David sprechen. Wenn ich ihn als Anwältin vertrete, dann fällt das unter die Schweigepflicht. Ihm wird nichts passieren. Okay. Ja, klar, dann rufe ich ihn an. Du bist ein Engel. Mama. Was mit Opfern zu tun. Tag, die Damen. Ah, Fräulein Kiki, schön, dass Sie auch teilnehmen. Ich hoffe nur, Ihr sechster Mann ist rechtzeitig da bei Rico. Dabei ist man nämlich nie. Rico kommt gleich, der wärmt sich nur noch auf. Vor dem Wettkampf sind kontraproduktiv und deshalb zu unterlassen. Du bist dran, Kiki. Kiki, los. Und du ziehst das an. Okay. Los jetzt. Schaffst das, Baby? Den einen schaffst du auch noch, Kiki. Schaff die Lee. Sorry, bin ich zu spät? Wo war
Wir schaffen es nicht. Klar schaffen wir es. Wir haben es doch immer geschafft. Wir haben keinen Cent mehr. Verkaufen wir halt den Traktor. Verkaufen wir das Haus. Nichts Persönliches, Estelle. Die Zeiten haben sich geändert. Da muss man Firmengelder zusammenhalten. Kiki und Max arbeiten seit Monaten an diesem Projekt. Sie sind auf einem sehr guten Weg. Ich kenne die Zahlen, Estelle. Und ich kenne dich, Sabine. Du musst aber auch nicht den ganzen Tag in der Firma sitzen und die Bilanzen lesen. Ich gehe dann mal vor. Also ich sehe keinen Spielplatz. Habt ihr einen Hobbykeller, einen Computerraum, eine Sportanlage? Die Welt ist deswegen so schlecht, weil sich der liebe Gott vor allem um deine Karriere gekümmert hat. Du hast doch alles bekommen, was du wolltest. Du hast mich aus der Firma gemobbt, meine Konten gesperrt und du hast meine Stiftung kaputt gemacht. Aber es gibt Kinder, Sabine, die haben noch nie richtig Urlaub gemacht. Die wollen was erleben. In der Erde wühlen, Gemüse ernten, ein Feuer machen. Falls du überhaupt begreifst, was das ist. Oder geht's dir wirklich nur um dein Erbe? Du willst mich beleidigen, oder? Guck mal. Wenn das die Bedingung ist, dass du dir 10 Minuten Zeit nimmst, um dir dieses Paradies anzugucken. Ja. Wir sehen uns in Köln. Das glaube ich kaum. Rico hat mir erzählt, was ihr hier alles geschaffen habt. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, den Preis für den guten Zweck zu spenden. Und ab morgen packen wir alle mit an. Du hast verdient. Also, vielen Dank. Wow. Das ist, Ja, wollt ihr euch das Haus ansehen? Nein, nicht das Haus. Lieber den Gemüsegarten. Eine richtig, richtig geile Idee für unsere Scheune. Was denn? Naja, wir müssen ein paar Wände einreißen und ein paar Wände neu aufstellen. Nee, Max, so. Nein. Keine Ideen für die Scheune. Komm schon. Ich rufe dich nächste Woche an, ja? Ja.
Ich habe Caroline die Kundenliste gegeben. Sie hilft mir mit Krüger. Sprichst du bitte mit Papa? Ich versuch's. Ich will nicht schuld sein, dass ihr euch dauernd streitet. Das bist du nicht. Lena hat einen neuen Freund, Hanna hat stricken gelernt und David, naja, weißt ja. Warum fragst du nicht nach dem anderen? Ja. Du bist zurückgekommen. Hast du jemals eine andere gehabt? Ich? Nee. Wozu auch? Ich hätte dich am liebsten betrogen. Und es war mir beinahe egal, mit wem. Das ist die Wahrheit. Ich weiß nicht, ob ich nicht lieber belogen werden möchte. Als das Ding da runtergekommen ist in der Schule, da habe ich angefangen nachzudenken. Über uns. Und unser Leben, wie das so läuft. Und da habe ich mich gefragt, wenn das jetzt alles war, habe ich vielleicht was verpasst? Sag doch mal was. Du wolltest doch immer mal zum Amazonas. Möchtest du das noch immer? Zum Beispiel. Ich glaube, Eva und Frieda schaffen das. Und wenn nicht, hat sie immer noch uns. Das sind so tolle Geschäftsräume. Ich hatte einfach keine Kraft mehr für einen Machtkampf mit Sabine. Die ist 25 Jahre jünger, die gewinnt sowieso. Eben. Ich brauche meine eigene Stiftung. Prost. Ich kann nicht, ich muss los, sonst komme ich zu spät. Bist du sicher, dass er es ist? Es gab nur einen Namen auf der Kundenliste, der in Frage kommt. Viel Glück. Mhm. Danke. Auf die Estelle Heinemann Stiftung. Dass du mich mit dem Ball beworfen hast, oder? Dennis, ich will dir helfen. Deine Mutter hat Manny Fischer ein Alibi gegeben. Sie haben geholfen, dass er wieder freikommt. Sie sagen, dass er nichts getan hat. Dennis, das Gericht braucht einen Zeugen, der das Gegenteil beweisen kann. Die Angst hört nie auf, wenn du nichts tust. Sie sind für ihn. Ich bin für Gerechtigkeit. Er bringt mich um, hat er gesagt. Und meine Mutter auch. Dennis, wenn du dich nicht wehrst, hat er gewonnen. Das ist Susanne, unsere Polizeipsychologin. Du kannst mit ihr sprechen. Um meine Mutter? Sie haben einen Wagen geschickt, um deine Mutter abzuholen. Ihr seht euch im Präsidium. Hi, ich bin Susi. Wir machen jetzt eine Spritztour. Einstellung hier. Eine Wendung im Manni-Fischer-Fall. Ein neuer Zeuge hat sich gemeldet und die bekannte Kölner Strafverteidigerin Caroline Seitz hat noch in der Nacht das Mandat niedergelegt. Das ist Mauersegler. Die machen alles in der Luft. Aber noch erstaunlicher sind ja Kolibris. Die können nämlich rückwärts fliegen. Das ist mal ganz praktisch, wenn was schiefgegangen ist. Ist
ist das Zufall? Seit Tagen checke ich alle Routen, die Sie möglicherweise von Ihrer Wohnung nehmen könnten. Also, wenn Sie das Zufall nennen. Haben Sie Lust auf einen Kaffee? Nein. Aber ein Wein, heute Abend.